So, wunderschönen guten Morgen, meine lieben YouTuber. Willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. So, wir stehen jetzt hier beim PS-Speicher mit meiner Simson und heute wollen wir in die Ost-West-Abteilung gehen und da wollen wir uns mal ein echtes Volkspolizeimotorrad angucken. Angeblich ist eins da. Genau wissen sie es aber nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir hier wahrscheinlich auch einen Wartburg finden werden. Also dranbleiben, es wird spannend. So, wir müssen jetzt in die Bismarckstraße fahren. Wir warten noch kurz diese paar kleinen Regentropfen ab und solange gucken wir uns mal hier eine Schwalbe an. Ist die nicht schön? Die gefällt mir richtig. Und in der Bismarckstraße in Einbeck steht eine MZ als Volkspolizei. Na, ich bin mal gespannt. Oh. Guck mal, 1400 Mark, Ostmark. 3,6 PS, 60 km/h V-Max. Hier vorne die Hupe. Das Simson-Emblem. Hier auch solche MZ-Trabi-Spiegel, war ja alles früher eins. Hubknopf, Blinkheber. Das ist auch eine tolle Erfindung, ne? Das ist gleich ein Blinker für vorne und für hinten. Hier der Benzinhahn. Hier das Schloss. Das ist ein originaler Auspuff, weil hier ist nichts von MZA oder sonst irgendwas eingedruckt. Sonst würde jetzt hier in dem Bereich MZA stehen oder sowas. Fußbremse. Und der Klassiker von früher zu DDR-Zeiten, man hat hier diese Griffe mit Gummi überzogen. Wer immer die hier auch abgegeben hat. Schön, schön, schön. So, jetzt sind wir mal im Shop hier drin. Ne? Schaut euch den Magirus LKW an. Rundhauber 1951 bis 1971. Ist der nicht schön? Ach. Ja, auf solche LKW-Busse und Nutzfahrzeuge stehe ich total auch. Finde ich mega, mega schön. Hallo. Boah. Guckt euch mal die schöne Sammlung hier an. Oh, die haben sogar ein bisschen Ostfahrzeuge hier. Da am Wartburg. Wartburg, Renault 4. Geil. Ente. Käfer. Bulli. Mustang. Oh, ist der nicht schön. Henschel. Das ist ja geil. Kann man alles hier kaufen. Ja. Fiat 500 und welchen ich noch hier richtig geil finde, abgesehen von den schönen BMW hier, ist einmal der Opel hier. Das müsst ihr glaube, das ist der Diplomat V8. Und dann hatten die noch, waren das hier den Fiat 500 als Kombi, hätte ich jetzt so beinahe gesagt. Boah, ist das geil. Ja, GT Turbo. Hohohoho. Geil.
Schaut mal. Schaut euch mal die hier an. Von Citroën. Geil. Das Ding, das feiere ich auch. Ricanchi. Schönes Moped. Da ein Scheinwerfer, da hinten nochmal ein. Hier ein schöner Einkaufskorb. Da der Motor verbaut. 1,25 PS, 40 km/h schnell. 48 Kubik von 1953. Und hat Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h und hat 3.500 Mark mal gekostet. Allein der Vergaser. Geil. Da haben die einfach mal in so ein altes Fahrrad einfach mal so einen Motor und einen Tank dran montiert. Aber da kann man mal sehen, ne? So ein paar kleine Einzelheiten und zack, schon passt das. Hier, die Klingel. Die ist wild. Geil. Und abgesehen von Brotdosen und hier so andere schöne Sachen. Gibt's alles, was das Herz hier so begehrt. Auch so schöne Wandbilder und so.